Ja, krass, schützt häufige Selbstbefriedigung, also häufige Samenergüsse, uns Männer vor Prostatakrebs? Tatsächlich kamen ja einige Studien zu dem Ergebnis, bei dem klar war, dass es die Männerwelt irgendwie erregt. Häufige Selbstbefriedigung schützt Männer vor Prostatakrebs. Das Problem aller Studien, die Studienteilnehmer, die befragt werden, das basiert alles auf Erinnerungen. Und Erinnerungen sind fehleranfällig, besonders wenn sie lange zurückliegen. Nimmt man die Ergebnisse aber trotzdem irgendwie ernst, dann zeigt sich nicht, dass Selbstbefriedigung schützt, sondern es zeigt sich, dass Männer mit vielen Samenergüssen vielleicht etwas seltener Prostatakrebs bekommen, ja. Ob aber die vielen Samenergüsse der Grund für die niedrigen Krebsraten sind, sagen die Studien nicht. Es wäre genauso zum Beispiel denkbar, dass sowohl das Krebsrisiko als auch die Lust auf Selbstbefriedigung von etwas ganz anderem abhängt, zum Beispiel von unseren Sexualhormonen. Hier zeigt sich, Korrelation und Kausalität sind zwei verschiedene Dinge, auch bei der Selbstbefriedigung.